Willkommen zu einem neuen Video. 65% der Erde sind mit Wasser bedeckt und gerade einmal 5% davon sind erforscht. Insbesondere die sogenannte Tiefsee, die völlig im Dunkeln liegt und in die der Mensch nicht so einfach eintauchen kann, sind für uns noch sehr rätselhaft. Kein Wunder also, dass ständig neue Meerestiere entdeckt werden. So auch diese geheimnisvolle Kreatur in China. Wie so oft bei der Entdeckung unbekannter Meeresbewohner war auch dieser Fund ein purer Zufall. Fischer hatten die Kreatur in der Nähe der Stadt Zhoushan in der Provinz Zhejiang im ostchinesischen Meer eingefangen. Ein Video zeigt eindrucksvoll, wie das mysteriöse Wesen an Land gezogen wird. Es sieht irgendwie aus wie eine Mischung aus einem Krokodil und Delfin. Ein glatter, grauer, länglicher Körper mit einem langen Maul. Die Fischer reagierten zunächst verängstigt. So etwas ging ihnen noch nie ins Netz. Hatten sie tatsächlich einen Hybriden gefangen, das Produkt einer sonderbaren Paarung zweier unterschiedlicher Tiere? Oder hatten sie eine ganz neue Tierart entdeckt? Oder handelt es sich sogar um einen Alien? Als das Video an die Öffentlichkeit gelangt, gab es zahlreiche Spekulationen und Theorien. Schnell konnten sich aber die ersten Vermutungen diverser Wissenschaftler, die das Video gesehen hatten, bestätigen. Bei dem Tier handelt es sich um ein Exemplar aus der Familie der Schnabelwale. Diese Walart lebt in tiefen Gewässern und ist nur selten am Meeresboden anzutreffen. Trotzdem sah das in China gefangene Tier anders aus als gewöhnliche Vertreter seiner Art. Möglicherweise war es von Geburt an durch einen genetischen Defekt missgebildet oder wurde durch einen Unfall entstellt. Da zur Familie der Schnabelwale bisher 22 Arten gehören, könnte es sich bei diesem besonderen Exemplar auch um eine neue, bisher noch nicht entdeckte Abart handeln. Leider ist nicht klar, was aus dem Tier geworden ist. Wir können nur hoffen, dass die Fischer den Wal wieder zurück in die Freiheit entlassen haben. Danke fürs Zusehen. Wenn dir unser Video gefallen hat, dann unterstütze uns gerne mit einem Daumen nach oben und teile dieses auf WhatsApp und Facebook.